in den 20 Jahren. Aber die Umverteilung hat zugleich dazu geführt, dass die Reichen reicher und viele Arme ärmer geworden sind und dass insgesamt der Anteil, die Lohnquote, der Anteil der abhängig Beschäftigten am Bruttosozialprodukt so gesunken ist, dass tatsächlich eine Finanzierungslücke entstanden ist in den Sozialsystemen. Und das kriegt man nicht durch ein paar Schrauben in der Effizienz weg, sondern das kriegt man dadurch weg, dass man diese Umverteilung, die da über Jahrzehnte stattgefunden hat, mal umkehrt. Und ich höre aus vielen Beiträgen hier jetzt auch im Podium raus, dass da eigentlich was schiefgelaufen ist und dass man da was dran ändern muss. Und jetzt ist nur die Frage, wie kriegt man das hin? Ja, was passiert in den Regierungen, sei es im Bund, im Land, wo tatsächlich umgesteuert werden müsste? Denn eins ist klar, wenn ich Teilzeit arbeite, zahle ich weniger ein. Die Umlage, die Leute, die von der Rente leben, die ich praktisch einzahle, die ist dann entsprechend geringer. Wenn in der Pflege die Hälfte der Leute, die da arbeiten in Teilzeit, gerne einen Vollzeitjob hätten, aber er ihnen nicht angeboten wird, weil die Pflege auch ökonomisch organisiert ist, im Sinne des privaten Geschäfts und nicht im Sinne der öffentlichen Versorgung, dann heißt das doch, dass da eigentlich das Potenzial da ist, um die Dinge zu verändern. Aber man müsste dann eben auch wirklich auf die Wirtschaft den Einfluss nehmen, der dem Staat eigentlich zusteht, damit er das richtig regelt. Und das geschieht nicht. Ich arbeite selber in einem Gesundheitsunternehmen, muss ich sagen, und ich finde es nicht richtig, dass dieses Unternehmen Kliniken privatisiert, dass zum Beispiel das Uniklinikum Marburg-Gießen verkauft wurde vom Land an eine solche Firma wie die meine. Das sind Schritte, die man einfach nicht gehen darf, sondern die man umdrehen muss.